Wir stehen zu Beginn einer neuen Plenarwoche, dreitägiges Plenum, eine anstrengende Zeit. Aber wir haben als FDP-Fraktion diese drei Tage genutzt, um wichtige Themen, die für uns wichtig sind, mit in die Sitzung einzubringen. Wir werden uns in den Fragestunden zum Beispiel mit wichtigen Themen der Landwirtschaft beschäftigen, zum Beispiel mit dem Zuckerrübenanbau in Rheinland-Pfalz, aber auch mit dem ganz wichtigen Zukunftsthema Digitalisierung der Landwirtschaft. Wir haben verschiedene Wirtschaftsthemen mit eingebracht. Mit einem Thema haben wir uns in der vergangenen Plenarsitzung schon mal beschäftigt, nämlich mit der Kreditwirtschaft in Rheinland-Pfalz. Ein ganz wichtiges Thema für kleine und mittelständische Unternehmen, die im Moment große Schwierigkeiten haben, ihre Investitionen mit Krediten, mit durch Kredite zu finanzieren. Wir haben dazu einen Antrag eingebracht. Und wir haben ein weiteres wichtiges Wirtschaftsthema auf der Tagesordnung, einen gemeinsamen Antrag der Koalition, nämlich zum Thema Tourismus, ein ganz wichtiges Thema in Rheinland-Pfalz. Wir wollen mit diesem Antrag die Tourismuswirtschaft auch in Zukunft weiterhin stärken und zusätzlich unterstützen. Das sind die Hauptthemen für uns. Wir hoffen auf eine gute Sitzung, auf eine erfolgreiche Sitzung.